So viel dazu, dass wir mit mehr Lebenspunkten rauskommen, als wir reinkommen. Es geht momentan nicht so wirklich gut auf. Au. Jetzt werden wir sterben an Stacheln. Das finde ich echt nicht so toll. Ja. Menno. Henrietta. Hast dich sehr wacker geschlagen. Auch wenn es nur zwei Reihen waren, dafür war dann Boss bei. Und das zählt sehr, sehr viel mehr. Also wir haben ein Spell Thief, ein Shinobi und ein Spelunky. Ich nehme den Spelunky. Obwohl, die bewegt sich schneller. Damit kann ich echt nicht umgehen. Und ist flexibel. Alternativ haben wir einen Shinobi, der MP zurückbekommt, wenn er Sachen kaputt haut. Und einen, der Gegner wegschubst und schwul ist. Wobei ich immer noch nicht weiß, was schwul und lesbisch macht. Also bei anderen Spielen würde ich ja sagen, vielleicht mehr Schaden bei den entgegengesetzten Geschlechtern oder so ähnlich. Keine Ahnung. Nehmen wir ihn hier wegen mehr Gold. Und mit dem schneller Laufen muss ich einfach klarkommen. So, 8000 Gold. Was wollen wir uns für 8000 Gold holen? Gab's hier was? Kein besseres Schwert, kein besseren Helm. Bessere Armschoner für mehr Magieschaden. Na gut, warum nicht? Cape haben wir schon, das Richtige. Runen. Hast du die Sprintenrune? Du hast die Abziehrune, du hast die Abziehrune, du hast die Abziehrune, du hast Fliegenrune. Nö. Wir haben jetzt 7000 Gold, die wir ballern können. Und dafür erhöhen wir auf jeden Fall schon einmal die Goldsammelrate. Momentan ist es 40%. Upgrade plus 10%. Wie jetzt? So. Die nächste Stufe kostet 5900 Gold. Das ist Hammer. So, 3438. Davon könnten wir zweimal Lebenspunkte erhöhen. Oder einmal Angriffskraft. Lich könnten wir freischalten. Das ist wieder ein Magiercharakter, den will ich gar nicht haben. Crit und Crit. Schaden könnten wir erhöhen. Mana sollten wir mal erhöhen. Und magischen Schaden. Gewicht haben wir gerade erst. Nee, komm. Lebenspunkte erhöhen. Und für 2000. Das kostet alles zu viel. Spell Thief zu einem Spell Sword machen. Na, das wollen wir gar nicht. Na komm, Angriffskraft. Und wir haben jetzt noch 600 Gold und das muss in die Tonne. Das ist schade. Whee. Aber na gut. Wir spielen jetzt eh einen Miner und als Miner machen wir viel Kohle und dann passt das schon. So, und zwar müssten wir jetzt pro Goldmünze 12 Gold bekommen. Zum schneller Laufen ist sehr irritierend. Hallo, Halbboss. Der Gradiator. Okay, aber bei Stacheln ist es schon recht praktisch, schneller zu laufen. Ich muss mich halt nur dran gewöhnen. Und dann nach dem Charakter wieder entwöhnen. Ja. So. Hallo. Da sind mehrere Kisten, die will ich haben. Ah, das ist eine Kiste, wo man nur rankommt, wenn man ein Zwerg ist. Finde ich echt nicht toll. Na gut. Oh. Aha. Warum ist da eine Kiste eingezeigt in dem Raum? Achso, wahrscheinlich über dem Raum. Hm? Oh. Ich will euch alle gar nicht töten. Ich will euch erst später töten. Ich will erstmal nur die Kisten haben. Und einen Weg zu einem anderen Gebiet. Was für ein Gebiet ist mir ziemlich Wayne? Hauptsache irgendeins, wo es schwieriger ist als hier. So. Gehen wir mal runter. Vielleicht finden wir die Hölle. Ja. Oh. Ja, nicht nach oben drücken. Da fliegst du in die Stacheln. Also erstmal wieder Lebenspunkte holen.
Stacheln sind echt nicht mein Freund. Oh, zwei Kisten. Hier war der Boss. Gold, 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 Gold. Gold, 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 Gold. Nicht teleportieren. Lebenspunkte sehen okay aus. Gucken wir mal, ob hier schon die Hölle ist. Ne, hier ist ein Erschießungskommando. So, Lebenspunkte sind fast voll. Da gucke ich nicht hin. Hier geht's runter. So, Lebenspunkte voll. Mana voll. Ab in die Hölle. Oh, das war gerade Glück, dass wir nicht in die Stacheln geschubst wurden. Oh, und wir sind gleich tot. Das war unser Ausflug in die Hölle. Jetzt geht sofort wieder nach oben. Lebenspunkte sammeln. Ja, ich bin zu einer Entscheidung gekommen. Die Hölle ist definitiv das letzte Gebiet. Also es kommt Wald, dann Maya, dann Hölle. So. Du kommst mit, du kommst mit. Okay. Wir haben schon 2200 Gold, das ist sehr gut. Alle hopp. Nicht nur, dass wir schnell sind und fliegen können und Doppelsprung haben, wir können auch noch sprinten. So. Oh. Das ist mal ein garstiger Raum mit den ganzen Stacheln überall. Au, sag ich ja. Stacheln behangene Stacheln. Goldbehangene Stacheln. Aber ja, sind auch stachelbehangene Stacheln. Kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Lebenspunkte. Nee. Komme ich nicht so wirklich auf den grünen Zweig. Ah, hier vielleicht. Wenn hier genug Doom was an der Wand hängen, die one-hitted werden. Aber sie werden nicht mehr one-hitted. Das ist echt nicht schön. Also ich weiß nicht, ich bin nicht so wirklich von den Miner überzeugt. Also ja, wir kriegen mehr Gold. Aber wenn wir einen Charakter spielen würden, also Barbar zum Beispiel, den wir schon sehr lange nicht mehr gesehen haben, würden wir viel länger durchhalten und dadurch mehr Gold gewinnen. Also, nee. So. 3600 Gold. Okay. Trotzdem sind wir noch nicht voll. Und ich werde nicht in den Wald oder in irgendein anderes Gebiet gehen, bevor wir nicht wieder volle Lebenspunkte haben. Au. Ich hasse Stacheln. Ah. Ja. Dich da hinten nehmen wir auch noch mit. Auch nicht so mitnehmen. Ja, nee. Ich sollte es in Zukunft wirklich vermeiden, Charaktere zu nehmen, die schneller sind. Ich kann dann die Bewegung einfach nicht gut genug vorausberechnen. Und mache immer irgendwelche Fehler. Wir wollen nach oben. Nach rechts. Ist gleich echt tot. Kommen wir oben irgendwie ran? Nee. Aber an dich kommen wir ran. Hier ist eine Kiste, wo wir nicht rankommen. Keinen Schaden nehmen. Hat nichts davon gesagt, dass wir keine Gegner umbringen dürfen. Das ist schon mal sehr gut. Wollte gerade springen. Doofes Ding. So. Das war übrigens gerade selber wirklich meine Schuld. Das konnte ich jetzt nicht auf die schneller bewegen schieben. Da war ich einfach zu langsam. So. Keinen Schaden nehmen, nö, nö. Ich wollte doch eigentlich nur die Augen umbringen. Um ein, zwei Lebenspunkte zurückzubekommen, aber so wirklich wird das nichts. Was zur Hölle? Machst du hier? Du sollst doch erst in der Hölle kommen oder so. So, raus, raus,
Raus, raus. Gib mir leichte Gegner. Gib mir viele leichte Gegner. Oder wenigstens noch eine richtig große Truhe. Oh, Spezialfähigkeit. Was kriegen wir? Hey, ein extra Leben. Also ja, nicht wirklich. Wir kriegen einmal einen Treffer mehr. Was jetzt nicht ganz so viel ist, aber hey, besser als nichts. So. Schon dürften wir ein. Zwei Treffer aushalten, wollte ich sagen, und wurde sofort wieder getroffen. Also, einen Treffer können wir uns leisten momentan. Zwei Treffer können wir uns wieder leisten. Also plus Ring. Was soll, machst du schon wieder hier? Du gehörst hier nicht hin. So. 21 Lebenspunkte. 28 Lebenspunkte. Wir ratschen echt immer am Rand des Verderbens lang. Das ist nicht mehr feierlich. Langsam wird's wieder. Du musst einmal so. Kaputt, kaputt, kaputt. Oh, du bist ein ganz böser Feuermagier. Ganz böser Feuermagier. Und wieder im Schloss. Ja, nö. Oh, hier ist was. Tada! Balance. Balance macht, glaube ich, Lebenspunkte und Mana zurück. Haben wir im Schwert schon eine Rune, die sowas macht? Ich weiß gerade gar nicht, was in unserem Schwert drin ist. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Also außer wir haben die Blutrune drin, dann bleibt die natürlich drin. Weil zwei Punkte Leben, zweimal Lebenspunkte ist mir lieber als einmal Leben, einmal Mana. Weil so häufig benutzen wir Mana nun wirklich nicht. Oh, 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 oh. Einmal weg. Kaputt. Au. Sehr schön. Lebenspunkte fast wieder voll. Fast 5000 Gold. Und da können wir nicht durchdashen, schade. Au. Flieg. Und der Boss, der zu ist, bringt uns aber Gold. Nein, 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 nein. Gold. Gold und Lebenspunkte und Mana. So. Stacheln sind schon mal nicht gut. Schleim ist an sich okay, aber wir haben schon volle Lebenspunkte. Oh. Okay. Alles machbar, alles gut. Den Schleim lasse ich da mal stehen. Um später wieder Lebenspunkte zurückzubekommen. Kaputt, 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 kaputt. Und Rangerhelm. Das ist ziemlich gut. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ja, Rangerhelm ist ziemlich gut, denn der Helm scheint ja sehr viele Lebenspunkte auszumachen. Was ja auch irgendwie Sinn macht, denn der Kopf ist ja doch schon ganz schön wichtig auf dem Körper. Für die meisten jedenfalls. Oh. Okay, jetzt kann ich die Lebenspunkte von den Schleim gebrauchen. Zing, zing. Oh, sehr schön. 6600. Stirb einfach. Okay, ja. Oh. Hey, stirb du auch einfach. Und hier ist gar nichts, okay. Weg. Weg. Bossraum. Hallo Trottel. Du schießt die ganze Zeit gegen Boden. Du übrigens auch. Runter, runter. Geht nur links weiter.
Ich glaube, hier hatten wir sogar ein paar Schleime aufbewahrt. Kann das sein? Hops. Hops. Sehr schön. Nö. Ich sehe hier nicht wirklich irgendwo irgendwas aufbewahrtes. Okay. Gucken wir jetzt mal runter. Höllenpferde. Ist schon mal nicht so toll. Wow. Und ein Feuermagier. Und ein Auge und ein Schädel und noch mehr Feuermagier und noch mehr Augen und noch mehr Schädel. Okay. Okay. Alles gut. Oh. Steht direkt vor meiner Nase. So. Aber Lebenspunkte sehen gut aus. Das war nur sehr, sehr panisch, weil da zu viele Gegner kamen. Du kommst mit. Oh. Okay. Wow, Stacheln unten. Okay, das erklärt's. Du kommst auch noch mit. Du war Feuermagier. Oh Gott. Hallo Weihnachtsmann. Ja, doch. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Es könnte sein, dass wir selbst mit einem Miner es jetzt schaffen, das zweite Gebiet zu clearen. Oh. Und das wäre doch mal was. Oh. Achtung, Feuermagier. Oh. Nette Kombination von Feuer und Eis hier. Doofe Köpfe. So. Oh, Goldsack. Oh. Lebenspunkte immer noch fast voll. Alles gut. Hölle. Hölle ist nicht mehr alles gut. Alle Gegner besiegen, das ist doch ein Witz. Also ich glaube, wenn wir hier stehen würden, oben in der Ecke, und dann die Sicheln benutzen würden, all diese kleinen zwei Stück, dann könnten wir beide töten. Aber, ja. Wie hoch ist die Chance, dass man genau zu dem Zeitpunkt den Zauber hat? Oh. Sehr schön. Nicht reinspringen. So, unten ist ein Schleim, damit können wir Lebenspunkte farmen. Wow. So, einen Treffer müssten wir jetzt aushalten. Oh. Oh. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ändert er seine Richtung? Wohin er schießt? Ich glaube ja. Das ist ja garstig. Okay. Oh, 9382. Das ist Hammer. Ich will weg hier. Also ja, das Gold ist natürlich schön, aber das ist viel zu gefährlich für uns. Oh. Das ist die falsche Richtung für weg, aber das ist eine Schatztruhe. Hui. Ignoriert uns jetzt nur unter dem Gold her. Oh, oh, oh. Oh, 10.000. Sehr, sehr schön. Oh. Wow. Okay. Komm hoch. Komm hoch. Feigling, Feigling, Feigling. Oh. Aber ein würdiger Tod. Oh, wir sind gar nicht tot, wir haben den Ring. Stimmt. Haha, nimm das. Gegner, wir sind unsterblich. Ihr könnt uns jetzt wieder töten. So, du wirst weg. Einer von denen ist auch schon angeschlagen. Und die sind eigentlich gar nicht so schwer. So. Ich sehe zwei Truhen, die will ich haben. Mit viel Gold drin.
Und hier ist ein Boss. Und ich glaube... Ranger Cape. Ich glaube, den Boss probiere ich jetzt auch aus. Wir haben ja gesehen, dass die Bosse nicht so stark sind, wie man eigentlich dachte. Man muss nur wissen, wie sie funktionieren. Und um das zu wissen, muss man sie einmal ausprobiert haben. Und das machen wir jetzt einfach. Schleim, ne? Großer Schleim. Der unendliche Roditus. Oh, der ist viel zu schnell tot. Gibt es irgendwo Fleisch? Hier gibt es Stacheln. Oh, spawnt Gegner. Was für eine Abwechslung zu dem anderen Gegner, der Gegner gespawnt hat. Aber hey, sind alles Lebenspunkte. Wir müssen nur vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel von ihm auf einmal umbringen. Wegen Gegner-Spawn halt. Oh. Gold sammeln nicht vergessen. Gold ist wichtig. Gold ist unser Freund. Oh. Mir fällt gerade auf. Wir haben einen Boss übersprungen. Eigentlich hätten wir jetzt ja als nächstes den Boss aus dem Maya-Gebiet töten sollen. Richtig. Shanli, die zweite, ist tot. Eine Reihe. Zwei Reihen. Drei Reihen und eine vierte angebrochen. Und tierisch viel Gold. Und wir haben rausgefunden, wie der vierte Boss funktioniert. Ja, alles in allem sehr erfülltes Leben, würde ich sagen. Also für einen Ritter, der nicht lange lebt. Und wir sehen uns gleich wieder, wo wir noch viel mehr Gold ausgeben wie letztes Mal. Also bis denne.